Ja, die nächste Partie, die ich hier für euch rausgesucht habe, das ist das Derby d'Italia Giuseppe Meazza Stadion, 30.03. Inter Mailand gegen Juventus Turin. Ja, das letzte Spiel der beiden hat Inter mit 3-1 gewonnen. Davor drei Siege der alten Dame, 2-0, 2-1 sowie 1-0 und ein 0-0 unentschieden. Performance: die Mailänder 50% aktuell, zuletzt 4-1 gegen Tottenham in der Verlängerung der Europa League. Hat ja leider nicht gereicht nach dem 3-0-Sieg von Tottenham im Hinspiel. Ansonsten dazwischen in der Liga gegen Bologna eine 1-0-Niederlage, über Catania ein 3-2 sowie gegen Stadtrivalen AC Mailand ein 1-1. Ja, Juve unterwegs mit 79%, zuletzt 2-0 über Bologna, ein 1-0 gegen Catania, 2-0 in der Champions League gegen Celtic Glasgow, ein 1-1 gegen Neapel sowie ein 3-0 über Siena. Der direkte Vergleich: 18 Siege Juve, 15 Unentschieden und 10 Siege für Inter. Tabellarisch: Juve ist Erster, 65 Punkte, 39 Tore plus. Inter Mailand Siebter mit plus 7 Toren und 47 Punkten. Ja, die Torschützen: Palacio und Milito mit 9, Cassano mit 8, Guarin mit 4 und Cambiasso mit 3 Hütten. Bei Juve: Giovinco, Vucinic, Quagliarella jeweils mit 7, Matri und Marchisio mit 5. Ja, zu den Verletzungen: Milito fällt ja mit Kreuzbandriss aus. Den hat er sich, wo hat er sich denn nochmal geholt? Ich weiß es gerade spontan nicht mehr. Mundigayi mit einer Verletzung, genauso wie El Muro, die Wand, Walter Samuel, Dejan Stankovic auch verletzt, sowie Luca Castellazzi, der Ersatzkeeper. Bei Juve aktuell als verletzt gelistet Simone Pepe und Niklas Bentner, wobei ich glaube, dass der noch suspendiert ist. Ja, wie sieht unser Tipp aus für das Duell hier in Italien? Ich denke mal, Juventus wird im Endeffekt gewinnen, auch wenn sie sich eventuell für das Spiel am 2.4. gegen die Bayern ein bisschen schonen werden. Ich tippe deswegen mal auf einen 1-0-Sieg von Juventus.